Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Knock at the Cabin. In diesem Film geht es um die kleine Wen, gespielt von Christine Chui, die bisher noch nicht groß in Erscheinung getreten ist im Filmgeschäft, und um ihren beiden Väter. Einmal den Eric, gespielt von Jonathan Groff, den man aus Matrix Resurrection kennt. Der Andrew, der wird gespielt von Benjamin Charles Aldridge, den man zum Beispiel aus Spoiler Alert kennt. Und die wollen sich ein schönes Wochenende machen, so ein bisschen abseits an einer schönen Hütte im Wald. Und die kleine Wen geht ein bisschen raus, sucht ein paar Grashüpfer. Dann kommt auf einmal ein großer, muskulöser Mann zu ihr, der ihr so ein bisschen unheimlich vorkommt. Stellt sich vor als Leonard. Und Leonard wird gespielt von Batista, den Wrestler, den viele kennen, oder den man zum Beispiel aus Guardians of the Galaxy kennt. Und er sagt, er müsste sich mit seinen Vätern, mit ihren Vätern unterhalten. Und es tut ihm auch ganz leid, worüber er sich mit ihnen unterhalten muss. Und Ben kommt das alles sehr, sehr merkwürdig vor. Und dann treten noch drei andere Leute in den Wald rein. Und da kriegt die Wen Angst, warnt ihre Väter und sie versuchen erstmal die ganze Hütte zu verbarrikadieren. Was aber nur sehr kurz gelingt und die Leute verschaffen sich Eintritt. Und zwar zusätzlich zu Leonard gibt es noch Redmond. Der wird gespielt von Rupert Grint, den man zum Beispiel so aus den Harry Potter Filmen kennt. Dann Adrienne, die wird gespielt von Abby Quinn, die man zum Beispiel aus Bumblebee kennt. Und Sabrina, gespielt von Nikki Amuka-Bird, die man zum Beispiel aus dem Film David Copperfield, Einmal Reichtum und Zurück kennt. Ja, und die fesseln die beiden Väter jetzt erstmal, um sie ein bisschen ruhig zu stellen und erzählen ihr erstmal, was Sache ist. Und Sache ist folgendes: Die beiden Väter müssen sich entscheiden, wer von den beiden stirbt. Und warum? Weil wenn beide am Leben bleiben, bricht die Apokalypse über die Welt hinein. Die glauben dir natürlich kein Wort. Ja. So viel zur Story erstmal, ohne zu spoilern, was danach noch passiert. Also ich muss sagen, der Film ist interessant, hat für mich aber auch wieder ein bisschen, sage ich jetzt mal, Sachen liegen lassen, um richtig gut zu sein. Also erstmal muss man sagen, kleiner Fun Fact, Batista spricht in diesem Film so viel wie in noch keinen anderen Film, den ich bisher gesehen habe. Also so viel schon mal so als kleiner Fun-Fact vorneweg. Die Rolle, die die Schauspieler spielen, sind gut. Die Charaktere sind auch richtig gut geschrieben. Ich finde es nur immer so ein bisschen krass, dass obwohl die jetzt, sage ich jetzt mal, die Apokalypse abwenden wollen und es auch um deren Familien geht, um deren jeweilige Familien geht, finde ich es schon so ein bisschen krass, dass sie da so ruhig bleiben und so, sage ich jetzt mal, ja, ihr müsst doch uns helfen, wir wollen euch nichts, aber ihr müsst euch entscheiden, dies, das, bla, blub und so. Und die gehen da, sage ich jetzt mal, und machen da jetzt nicht so richtig Druck. Das finde ich so ein bisschen interessant. Also ich weiß nicht, was dahinter steckt, was der Regisseur sich dabei gedacht hat. Aber eigentlich würde ich doch denken, wenn es da um so viel geht, dann macht man doch ein bisschen mehr Druck und alles. Ich weiß nicht, entweder habe ich da irgendwie den Twist nicht so ganz verstanden oder so, aber irgendwie fand ich das sehr, sehr merkwürdig. Ich muss aber auch sagen, dass ich jeden einzelnen Charakter die Rolle abgenommen habe. Und ich muss auch sagen, also der Film hatte ein Budget von 20 Millionen Dollar. Und man kann mir sagen, was man will. Ich habe das Gefühl, dass das meiste Geld in die Gagen gesteckt wurde, was ja auch nicht schlimm ist. Denn so eine Hütte im Wald kostet nicht viel. Das teuerste waren wahrscheinlich dann noch die Kameras und die hier und da vielleicht zwei, drei Effekte, die da in dem Film waren. Aber ansonsten kann der Film ja auch nicht viel gekostet haben. Also der Film wird auf jeden Fall ein Vielfaches von dem einspielen, was
der Film gekostet hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie gesagt, die Charaktere sind gut, das Setting ist gut, dies und das, alles passt. Aber irgendwas hat mir gefehlt, um so, wie gesagt, dieses, dass da nicht ein bisschen mehr Druck gemacht haben und so. Ich kann mir da nicht so ganz helfen. Also irgendwie hat mir da so das gewisse Etwas noch gefehlt. Dieses kleine Quäntchen, wo ich jetzt sage, boah, jetzt macht ihr denen aber so richtig Druck. So richtig Druck, dass die sich jetzt wirklich entscheiden und jetzt wirklich verstanden haben, worum es geht. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also wie gesagt, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Film. Der Film war nicht schlecht, aber es hat irgendwie was gefehlt. So das gewisse Etwas hat mir einfach gefehlt. Aber trotz alledem, ich weiß nicht, warum der Regisseur das gemacht hat, gebe ich den Film solide 4 von 5 Totenköpfen. Weil der Film für das, was da steht, gut ist. Der Film hat genau das richtige Setting. Der Film hat die Handlung und das alles, das passt alles gut zusammen. Nur, wie gesagt, dieser eine Kritikpunkt, warum die da so nett bleiben und so, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Das ergibt für mich da so keinen Sinn. Wenn da so viel auf dem Spiel steht, dann denke ich doch mal, dass man mehr Druck machen müsste. Soweit zu der Filmbewertung, zu dem Film Knock at the Cabin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.